über die Meere und kommen mit den Stürmen. Sie kommen, um unsere letzten Enklaven zu vernichten. Was sind die Titanen? Folge mir, dann wirst du es erfahren. Wie können wir die Zerstörung aufhalten? Solange die Flamme brennt, ist der Kampf noch nicht entschieden. Die Macht ihrer Magie ist die stärkste Waffe, die wir haben. Komm mit mir, ich werde es dir zeigen. Dann zeig es mir, ich will alles erfahren. Gehen wir. Ja. El Sido hat Schiss. Ich sehe schon, wir werden mit dem zusammenarbeiten müssen. Einst herrschen die Titanen über die Welt. Doch die Götter konnten sie vertreiben. Jetzt, da die Götter weg sind, fallen sie erneut über unsere Welt her. Doch in dieser Zeit ist kein Platz für Menschen und Titanen. Einer wird weichen müssen und das werden nicht wir sein. Folge mir. Sind wir normal, Löwen? Ich habe die Titanen bekämpft, auf Land und auf See. Und ich habe viele Waffen gegen sie eingesetzt. Wir werden den Kampf gewinnen, wenn wir wissen, wie wir die Flamme nutzen. Doch dazu müssen wir ihr Geheimnis ergründen. Weiter. Das nenne ich mal eine Insel. Wir müssen weiter. Wo ist eigentlich Progner? Progner. Ich kann sehen, was keiner sieht. Mein Auge zeigt mir die magischen Strömungen der Welt. Die Flamme, die in der heiligen Halle zu sehen ist, hat ihren Ursprung im Feuer des Vulkans. Weiter jetzt. Es gewittert. Guck mal, die Pilze mich haben. Ist es. Dieses Tor wird uns hinabführen zum Ursprung der heiligen Flamme. Du wirst wissen, was für eine Waffe die Flamme ist. Ich sage dir, die einzige, die uns noch helfen kann. Steig mit mir hinab in die Finsternis und erkunde mit mir das Geheimnis der Flamme. Wir holen uns ihre Macht und dann werden wir über die Titanen ziehen. Einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Hier, nimm diesen Teleportstein. Er ist eines der wertvolleren Artefakte, die wir in den Tempeln gefunden haben. Ich selbst habe ihn schon benutzt. Er wird dich auf direktem Wege wieder zu mir zurückbringen. Wie kriegen wir das verdammte Ding auf? Kein Zauber, den wir wirken können. Und auch nicht die Kraft aller Männer kann dieses Tor öffnen. Allein die 5 Schlüssel werden es. 5 goldene Kristallscheiben setzen den Mechanismus in Gang. Und wo genau sind diese Scheiben? Eine von ihnen hielt ich bereits in meinen Händen. Doch leider war sie beschädigt. Die anderen 4 müssen sich auch irgendwo hier auf dieser Insel befinden. Du wirst sie mir bringen. Jetzt weißt du, warum ich hier bin. Jetzt weißt du, was ich von dir will. Nun ist es an dir. Ja, Kapitel 2. Nach schätzungsweise 12 Stunden. Also wenn ich dir helfe, kriegt Don Esteban seinen Frieden. Frieden, Gold. Solange er meine Leute in Ruhe lässt, kann er machen, was er will. Aber du wirst mir die Kristallscheiben bringen. Du wirst mit mir dieses Tor öffnen und
dann wirst du mit mir hinabsteigen. Warum ich? Weil Esteban dich geschickt hat. Finde diese Scheiben. Wegen der goldenen Kristallscheiben. Wo ist deine beschädigte Scheibe jetzt? Sie war der dunklen Welle ausgesetzt und hat dabei leider gänzlich ihre Macht verloren. Ohne sie können wir das Portal nicht öffnen. Und wo willst du so schnell Ersatz für sie finden? Das wird nicht möglich sein. In den alten Schriften ist die Rede von genau 5 goldenen Kristallscheiben. Nicht mehr, nicht weniger. Daher habe ich den Magier Cyrus geschickt, um die Scheibe zu reparieren. Wohin hast du Cyrus geschickt? Es gibt nur einen Mann, der uns helfen kann. Der Druide Eldrick. Länger als irgendein anderer lebt er schon auf dieser Insel. Er kennt die Geheimnisse der Natur und der Magie. Ich hoffe, dass seine Kraft ausreicht, um die Scheibe wiederherzustellen. Du weißt es nicht? Nein. Genauso wenig weiß ich, warum es so lange dauert. Cyrus hätte längst wieder hier sein sollen. Vielleicht ist ihm was zugestoßen. Wir müssen sicher gehen und nachsehen. Wo finde ich den Druiden Eldrick? Der Einsiedler hat seine Hütte auf der Ostseite der Insel. Am Fuße des Vulkans. Im Schatten einer Bergwand wirst du dich finden. Was ist ein Druide? Druiden sind Einzelgänger, die sich den Gesetzen der Gemeinschaft nicht unterordnen wollen. Tiere und Wildnis stehen ihnen näher als Ordnung und Zivilisation. Aber sie haben Macht. Sie beziehen sie aus der rohen, ungebändigten Kraft der Natur. Vertraust du ihnen? Nein. Aber viele Druiden sind Hüter von sehr altem und mächtigem Wissen. Wissen, das wir jetzt brauchen. Ich werde nach Cyrus suchen. Ja, das ist der Geist, den ich hier brauche. Sorge dafür, dass Eldrick die Scheibe repariert und dann bring sie mir. Aber beeile dich, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wo außer beim Don soll ich noch suchen? Ich hörte das Gerücht, dass unten in unserem Zwischenlager vor der Vulkanfestung kürzlich eine der Kristallscheiben aufgetaucht sein soll. Bisher ist sie allerdings noch nicht bis hierher geliefert worden. Also gehe ich davon aus, dass es sich tatsächlich nur um ein Gerücht handelt. Jedoch, wenn nicht, ich denke, du solltest dort besser mal nach dem Rechten sehen. Sprich mit Severin. Wenn, dann müsste er davon wissen. Jetzt ist nicht die Zeit zu reden. Ja, wir wissen jetzt, worum es der Inquisition geht und müssen jetzt hier irgendwie durchkommen. Jetzt nicht. Ich wollte nass von der Klippe runterhauen hier, aber ich gucke mal, ob es hier noch weitergeht. Sehr schöner Ausblick. Meine Weitsicht ist leider nicht ganz so gut. Ich weiß gar nicht, ob ich das auf Maximum gestellt habe hier. Einstellungen, Bild. Nein, Leistung. Sichtweite Mittel. Ja, mal hoch. Natürlich viel besser jetzt. Naja. Ja, ein bisschen mehr Gräser und so ein Zeug. Ja, das ist schon recht cool gemacht hier, sag ich mal. Auf jeden Fall werden wir nächstes Mal diese Scheiben suchen und zusammen mit den Scheiben den Druiden und diesen Cyrus. Ja. Und wir werden jetzt erstmal hier zurückgehen.
dieses imposante Bauwerk, was ganz schön ruckelt. Ich hoffe, meine Grafikkarte kommt morgen oder übermorgen. Ich denke mal hier übermorgen. Ja, und dann werden wir weitermachen mit Ryzen. Oder Risen, besser gesagt. Nicht Ryzen, sondern Risen. So, also bis dahin, man sieht sich.